Kommt er nun oder kommt er nicht? Kölns Trainer Peter Stöger wartet auf sein Schnäppchen Carlos Eduardo. Ein Wechsel des Brasilianers zu den Geißböcken, das wäre ein echter Transferhammer. Aber noch steht der 27-Jährige beim russischen Erstligisten Rubin Kasan unter Vertrag. Klar ist nur, der Spieler ist sich bereits mit dem FC einig. Das liegt nicht mehr an uns. Matka hat es gesagt, das ist nicht für den Spieler, an dem wir interessiert sind. Alle Angebote sind raus. Jetzt müsste der gegnerische Verein noch mitspielen und dann klappt's. Allzu lange Zeit ist nicht mehr, weil Ende des Monats endet die Transferperiode ja. Und von daher hoffen wir natürlich, dass wir bald das Go bekommen. Carlos Eduardo ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Von 2007 bis 2009 spielte er für die TSG Hoffenheim. In 58 Erstligaspielen erzielte er 13 Treffer. Für satte 20 Millionen Euro wechselt er dann nach Russland. Der Marktwert des sechsmaligen brasilianischen Nationalspielers ist inzwischen rapide gesunken. Köln bietet 3 Millionen Euro. Zu wenig, findet Kasan. Wenn es nicht klappt, dann ist die Mannschaft hat gezeigt, dass sie wunderbar zurechtkommt. Wir haben 19 Punkte, sicherlich jetzt ein oder zwei Punkte mehr sein können. Wir haben Punkte geholt gegen Mannschaften, die überhaupt nicht am Zettel standen. Wir haben Punkte verloren gegen Mannschaften, die wir schon eingerechnet haben. Aber im Großen passt das alles wunderbar. Und die Mannschaft an sich ist stark genug, um den 15. Platz, den wir ja vorgegeben haben, zu erreichen. Also da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Mit Carlos Eduardo würden die Kölner ihr Offensivspiel beleben. Der 27-Jährige gilt als torgefährlicher Spielmacher. Ich denke, wäre ein Spieler, der auf jeden Fall die Mannschaft qualitativ stark verbessert und uns auch da nochmal Akzente setzen kann im vorderen Bereich, vielleicht auch unsere Stürmer noch ein bisschen besser einsetzen kann. Ich habe jetzt so die russische Liga nicht so verfolgt, deswegen weiß ich nicht, wie er momentan so drauf ist. Aber ich denke, es hat bei Hoffenheim gezeigt, dass er absolut die Qualität hat für die Bundesliga und auch ein Ausnahmespieler sein kann, der den Unterschied ausmachen kann. Deswegen würden wir ihn sicherlich alle sehr gerne bei uns begrüßen. Sollte Stögers Wunschspieler noch rechtzeitig die Freigabe erhalten, dann wäre Eduardo der Topverdiener beim FC. Er soll rund 2 Millionen Euro pro Jahr verdienen und bis 2018 in Köln bleiben. Bis Montag hat der FC noch Zeit, den Transfer perfekt zu machen. Dann endet die Wechselfrist.